Na dann. Die Rutschkupplung ist halt eigentlich schön einstellbar. Ein Hebel. Da ist die andere Rutschkupplung. Das geht dann bis zum ganz fest. Ja. Geht nichts mehr. Sehr gut. Azimutschrauben, da ist der Kulak, den wir von der G42 kennen. Kommt wieder noch Arretierschraube, die Polhöhe. Das geht durch den Zug dann. Sehr gut. Da kann man es aber schön angreifen. Ja. Da muss man die auch festziehen. Ja, macht wirklich einen sehr guten Eindruck. Und vor allen Dingen, sie ist nicht laut, gell? Das ist schön. Das ist nicht lauter als ein Eco 6. Die Deklination ist sogar ein bisschen lauter. Aha. Sehr schön. Das Polarscope ist ja sehr schön gelöst. Zur Off-Axis-Halterung. Und das wird justiert hier vorne mit drei Schrauben. Das heißt, man braucht kein Werkzeug mehr, keine Madenschrauben mehr im Dunkeln. Das ganze Polarscope ist in der Halterung drehbar, sodass man immer die Strichplatte mit dem Himmel in Übereinstimmung bringen kann. Das ist sicher Gold wert. Das Polarscope selber ist ein Eco 5 Gold Polarscope. Offenbar. Sehr schön. Aha. Da ist eine 3 Zoll Klemme jetzt drauf. Ja, das kann man dann eh anpassen, was man braucht. Das ist gar nicht. Aha. Ja, schönes Teil. Bin gespannt, wie es in der Praxis ist. Der Polblock ist da auch ganz fest, da gibt es gar nichts. Da bewegt sich nichts, das ist da festgeknallt. Und die Schrauben, so eine saubere Geschichte, muss man sagen. Die Tälerchen dazu sind witzig, gell? Kann man dann auch Einstellung machen für die Füße. Ja, und das Stativ. Sehr ähnlich. Hat gewisse Ähnlichkeiten zum Gemini-Stativ, sagen wir mal so. Ja. Aha, da haben sie das so gemacht. Ja. Aber sehr schön sind auch die Details, zum Beispiel, dass hier drunter Teflon-Lagerung ist, sodass man den ganzen Montierungskopf auf der Kupplungsplatte leicht hin und her bewegen kann, bis man einrastet beim Kulak. Das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Sehr schöne Socke. Das kennen wir ja schon von der AZD Eco 6, und da ist es noch wesentlich massiver. Das ist der Polblock da mit diesen großen Zähnen da, mit dem Schneckenrad eigentlich, bewegt wird. Sehr gute Geschichte. Ja. Lässt sich auch entsprechend leicht bewegen.